Ein Charakteristikum der menschlichen Entwicklung, besonders der Gehirnentwicklung, ist, dass sie größtenteils unter dem Einfluss der Umwelt und hauptsächlich nach der Geburt stattfindet. Wenn man uns mit einem Pferd vergleicht, das vom ersten Lebenstag an laufen kann, wird offensichtlich, wie unterentwickelt wir sind. Wir können die entsprechende neurologische Koordination von Gleichgewicht, Muskelkraft und Sehschärfe nicht aufbringen, bevor wir 1,5 oder 2 Jahre alt sind. Das liegt daran, dass die Gehirnentwicklung beim Pferd in der Geborgenheit des Mutterleibes stattfindet. Aber beim Menschen muss das nach der Geburt geschehen. Das hat einen einfachen evolutionären Grund. Unser Kopf wird größer. Das macht uns zu menschlichen Wesen. Das Heranwachsen des Vorderhirns macht die menschliche Spezies aus. Gleichzeitig gehen wir auf 2 Beinen, also wird unser Becken schmaler, um das zu ermöglichen. Wir haben also ein schmaleres Becken, einen größeren Kopf. Bingo, wir müssen unreif geboren werden. Und das bedeutet, dass die Gehirnentwicklung, die bei anderen Tieren in der Gebärmutter stattfindet, bei uns nach der Geburt passiert und vieles davon unter dem Einfluss der Umwelt. Neuronaler Darwinismus bedeutet, Schaltkreise, die passenden Umwelteinflüssen ausgesetzt sind, entwickeln sich optimal. Und die ohne Input entwickeln sich nicht optimal oder vielleicht gar nicht. Wenn man ein Kind, das bei der Geburt hervorragende Augen hat, 5 Jahre in einen dunklen Raum sperrt, wird es danach für den Rest seines Lebens blind sein, weil die Schaltkreise des Sehens Licht brauchen, um sich zu entwickeln. Ohne Licht werden sogar die rudimentären Schaltkreise, die bei der Geburt aktiv waren, verkümmern und sterben, und es werden sich keine neuen mehr entwickeln.